Zum einen legen wir hier eine Mine hin. Zum anderen sprengen wir dich ein bisschen in die Luft. Ja, ich schöpfe wieder so ein bisschen Mut, ihr merkt das. Ich rede wieder ein bisschen mehr. So, komm, hier runter die Brücke, wenn das irgendwie klappt. Nee, schaffen wir nicht mehr. Komm, rutsch. Ey! Ja, so geht's auch. Was? Du warst aus dem Bildschirm geflogen, du Penner! Das ist jetzt wieder gemein. Normal ist er tot. Oh, oh. Jawohl, sofort. Noch ein Schuss hält er nicht aus. Das könnte ein historischer Sieg werden. Ja, aber doch nicht von hier hinten aus. Komme ich da noch irgendwie hin? Brücken sind alle weg, ne? Das schaffe ich zeitlich nicht. Ja, und energiemäßig wahrscheinlich auch bald nicht mehr. Was mache ich denn überhaupt, wenn ich da bin? Ich habe nur eine Bazooka, ne? Und die reicht ja nicht mal. Aber ich muss mich da zumindest irgendwie hinstellen, dass er mich anschießt und nicht den anderen. Oh, ich habe Angst. Ich habe Angst. Um das Leben meiner Schweine. Ja. Müssen wir das so machen. Komm her. So. Ein bisschen höher vielleicht. Und volle Kanne drauf da jetzt. Halt ich das so richtig? So, mach nochmal was Dummes. Bitte. Einen! Ich werde doch wohl einen noch irgendwie hinkriegen. Gas. Na gut. Ganz wie Sie wünschen, Genosse Oberst. 100. Was macht der denn da? Was ist das denn? Ich dreh durch. Das schaffe ich nicht von hier. Unmöglich. Unmöglich! Das ist unmöglich. Da komme ich nicht hin. Ich muss es versuchen. So. Okay, dann schaffe ich es doch. Nee, wir gehen auf Nummer sicher. Ich hab da keine Lust mehr zu. Leute, ich habe dieses Level geschafft, auch wenn ich jetzt ein bisschen angepisst bin gewesen bin. Das war jetzt kein schönes Level, wo ich jetzt gut drauf war. Ich verspreche, das wird demnächst besser. Oh! Jetzt wäre ich bald in meine eigene Mine gelatscht, aber ich lebe noch, ne? Gut. Diese Kiste könnte kriegsentscheidend sein. Lass sie dir nicht durch die Lappen gehen. Oh Gott. Ja, Leute, das... Okay, das Level hat echt ein bisschen an meinen Nerven gezerrt. Tut mir leid. Das nächste Mal bin ich wieder ein bisschen heiterer. Zumindest am Anfang, wenn ich noch nicht verzweifelt bin. Und ich habe zwischendurch... Okay, wir gucken erstmal das Video an und dann rede ich weiter. Kenne deinen Feind. Äußerlich ein Schwein wie du und ich, das auch nur seine Pflicht tut. Aber schauen wir genauer hin. Sein Gehirn winzig, nicht wahr? Aber lasst euch davon nicht täuschen. Er ist ein verschlagener Teufel. Und ein Überlebenskünstler, genau wie ihr. Er kann sich durchbeißen und frisst so ziemlich alles. Ja, er verträgt so einiges. Der kleine Stinker. Wenn jetzt der Wind von Norden weht, dann setzt besser die Gasmasken auf. Ja, was ich sagen wollte, ich habe ja den einen kleinen Outtake da drin gelassen. Den werde ich reinschneiden. Also werde ich das hier erzähle, habe ich es natürlich schon gemacht. Aber, ja, zur Erheiterung halt, ne? Krieg stinkt, Generäle an die Luft setzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Artikel schon mal hatten. Kein Zuckerschlecken, was? Jo. Aber das war erst der Anfang. Wir werden ganz Australasien mit seinen prall gefüllten Futtertrögen erobern. Okay, an dieser Stelle waren wir schon mal. Ich werde nochmal dadurch abspeichern, dass wir beim nächsten Mal gleich hier frisch starten können. Ich bin jetzt auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ach ja.
Dann werden wir das Ganze mal sichern. Auf jeden Fall ist es jetzt ein bisschen spannender. Also für euch, ihr braucht es ja nur angucken. Für mich ist es hier Stress pur. Aber für euch ist es natürlich spannender, weil jetzt die Gegner anspruchsvoller werden. Gut. In diesem Sinne sage ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir treu. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuguckt. Euer Alex sagt Tschüss und gute Nacht. Bis denn. Freunde, ich muss euch einen kleinen Outtake zeigen. Und zwar, ja, während meiner Fails habe ich eben gerade festgestellt, dass der Computer wieder unsagbar dumm war. Und diese Stelle muss ich euch einfach vorführen. Deswegen hier mal ein kleiner Zwischenschnitt und ein Outtake. Ja, warum, wieso, weshalb der PC sowas von dämlich ist. Gut, ja, ich hoffe, ihr habt Freude daran. Viel Spaß! Nein! Du hast doch noch was zum Legen. Was macht der da? Du musst noch eine zweite Sache ablegen. Du bist so dumm. Du bist so dumm. Ich habe noch nie ein so dummes Schwein erlebt. Diesen Outtake lasse ich drauf. Auch wenn ich jetzt sterben sollte. Das muss ich drauf lassen. Nee, tut mir leid. Ich verstehe es nicht, wie man so dämlich sein kann.